Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skat-Geschichte, die ich diesmal einleiten möchte mit folgendem Kommentar, den ich vor einer Woche bei irgendeinem meiner Videos fand. Thomas schrieb: Lust an Skat verloren, ist reines Glücksspiel, hat nicht viel mit Können zu tun. Bleibe ich doch beim Schach, da ist alles fair und da gewinnt auch der Bessere und nicht derjenige mit mehr Glück. Thomas, mit dem letzten Satz hast du definitiv recht. Beim Schach hat der Glücksfaktor nichts verloren, beim Skat hingegen schon. Trotzdem denke ich doch, du weißt selber, die erste Aussage, die kann so nicht stehen bleiben, schon gar nicht hier auf meinem Skat-Kanal, dass es ein reines Glücksspiel wäre, das ist dann doch übertrieben. Ich denke mal, da spüre ich die Leidenschaft und die Emotion, die Ungeduld der Jugend. Was ich daran auf jeden Fall auch sehe, ist, Skat hat mal wieder zugeschlagen, das härteste Spiel der Welt hat wohl Thomas richtig in die Mangel genommen und ihn zu diesem Kommentar verleitet. Da kann ich dann nur sagen, ja, das geht allen so, dass sie da mal das Würgen bekommen. Und deswegen zeige ich jetzt mal, wie es mir beim Skat-Turnier letzte Woche in Fimpel ergangen ist. Die ersten beiden Serien waren gut gelaufen, 2500 Punkte zusammen, und auch diese dritte Liste entwickelte sich ganz wohlwollend, 900 Punkte nach 9 Päckchen, also auch hier der 1200er Schnitt, war voll im Soll in meinem persönlichen Turnierplan. Dann bekam ich in Vorhand bei Passe Passe folgende Karte: Kreuz Bube, 3 Asse, 2 Zehner, also eine wunderschöne volle Karte. Frage in die Runde: Was drücken? Was spielen? Also für mich gibt es damit nur eine Möglichkeit, und das ist der Grang. Beim Farbspiel bekomme ich ja gar keine 5 Trümpfe zusammen. Das stört mich aber beim Grang nicht, im Gegenteil, da erfreut es mich eher, dass ich dann hier nicht eine Viererlänge im Blatt habe, wo die Gefahr eines Abstiches größer wäre. Dann geht es jetzt nur noch um das Drücken. 14 Augen wäre sicher so eine Möglichkeit, was viele Skatspieler machen, aber du brauchst dann sehr wahrscheinlich schon diesen Doppelläufer in Pik, und die Chance, dass Pik nun 2-2 verteilt ist, die liegt ja nun erstmal nur so bei 40%. Von daher für mich eine Standardkarte für einen einfacheren Siegplan. 20 Augen gehören da für mich in den Keller, denn dann geht das Spiel mit 4 Stichen nach Hause und ich brauche keine 5 Stiche. Und zwar Kreuz Bube ziehen, 26, wenn zwei Jungs kommen, danach die 3 Asse, 59 plus das Pflichtbild in Herz, wo ich beide Luschen selber habe, 62, wenn es also kein Unglück gibt. So lief das Spiel. Ich zog natürlich den Kreuzbuben. Es fielen auch die beiden Buben. 26. Jetzt das Pik Ass. Natürlich von der Reihenfolge im Prinzip fast egal, aber doch ein bisschen besser so zu starten, denn falls jetzt mal ein Ass gestochen wird, dann ist es doch noch besser, hier die Asse in der Hand zu haben, wo du potenziell noch eine 10 rausschneiden kannst. Nach Pik Ass also 37. Jetzt Herz Ass, Herz Lusche, Herz Dame. Es war alles so ganz normal. Ich habe mir an sich wirklich gar keine großen Sorgen gemacht, dass hier nun was passieren sollte. Und dann war es eben doch passiert. Ausgerechnet das letzte Ass wird gestochen, das Ass, wonach du jetzt auch keinerlei Chance mehr hast, noch irgendwas hier zu steuern, weil du eben nicht mehr noch auf eine andere 10 schnippeln kannst. Ja, Karo König machte auch keinen Stich, ich bekam keinen Stich mehr. Hab dieses Spiel also verloren. Ja, im Prinzip nenne ich sowas eine verurteilte Karte. Du musst ihn reizen, du musst ihn spielen. Es gibt gar keine andere Variante für mich, dieses Spiel vorzutragen. Diese Variante ist übrigens grundsätzlich sehr erfolgsversprechend. Aber dann hat es mich hier eben doch zerrissen. Und ja, bei so einer verurteilten Karte ist an sich meine Empfehlung immer: Da brauchst du dich nicht ärgern, die hätte jeder spielen müssen, die hätte jeder verloren. Ja, und dennoch, natürlich ärgerst du dich. Katzen hätte ich können. Meine vierte von 8 Serien lief dann wieder einigermaßen. Kurz vor Schluss hatte ich 1100 liegen. Das hier war jetzt meine letzte Hinterhandkarte. Mittelhand passte und natürlich habe ich damit 18 gesagt. 5 Trümpfe, ein Ass zu dritt, eine bestellte 10, also da müsste ich schon kein echter Skatspielerblut mehr in den Adern haben, wenn ich damit nicht 18 biete. Es gibt ja so viele Karten, die dieses Spiel verstärken, und wenn du für 18 rankommst, ist die Chance ja auch sehr hoch, dass davon eine im Stock liegt. Wenn 18 gehalten wird, dann ist es schon wieder so ein bisschen grenzwertig, dann kannst du dir überlegen, ob du das Ding wirklich noch auf Kreuz reizt oder sogar noch weiter als die 24.
Die Frage stellte sich aber nicht, denn ich war bereits bei 18 Besitzer. Im Skat gab es jetzt natürlich die erste größere Enttäuschung. Herz, Lusche und Karo König, das war nicht unbedingt eine Verstärkung. Immerhin wusste ich jetzt, was zu drücken ist. Das ist, denke ich, recht eindeutig. Herz Lusche gehört natürlich in den Keller und die Karo 10, das sind schon mal 10 Augen. Und ja, jetzt hat das Spiel natürlich immer noch gute Chancen, wenn die Karte einigermaßen gleichmäßig verteilt sitzt. Ansonsten muss es eben schon ganz gut laufen. So ging's los. Karo Ass kam auf den Tisch, Karo Lusche. Der Stich ist natürlich schon mal ganz in Ordnung, da habe ich nichts dagegen einzuwenden. Wie wertvoll der ist, wird sich erst zeigen. Mit dem nächsten Stich, wenn der gestochen wird, ist es natürlich, sitzt es wieder alles unrund. Das war aber nicht der Fall. Ich bekomme tatsächlich Karo Dame, Karo Dusche, Karo König. Habe also hier das Bild geschnappt und die Karte scheint gleichmäßig verteilt zu sein. Also ein guter Auftakt in die Partie. Jetzt bin ich dran und werde natürlich Trumpf ziehen. Die Frage ist, welchen? Ich habe mir jetzt schon gedacht, wenn Vorhand schon aus Ass Dame aufschlägt, was denn nicht unbedingt so eine Top-Eröffnung ist, dann hat sie vielleicht irgendwie so einen Rollmops entweder oder jedenfalls kein so gutes Weiterspiel. Dann versuche ich doch in der Tat die Chance zu nutzen, wieder in Hinterhand zu kommen. Diesen Karo Buben, diese zwei Augen, die werfe ich gerne in den Ring. Denn sehr häufig wird dann ja auch übernommen nach dem Motto, wenn du kannst, dann sollst du. Hier hatte ich jetzt aber Pech. Es tauchte die Spielerin, die, obwohl sie die beiden Alten hat, hier mit dem König, also durchaus eine gute, eine mutige Entscheidung, die nicht jeder Skatspieler so trifft. Das wurde in mehrfacher Hinsicht belohnt. Erstens mal, weil jetzt hier der Herzbube rüberkam. Und jetzt kam wieder ein Stich, der mich an sich wieder gut ins Geschäft gebracht hat, oder der mir erstmal richtig Hoffnung gab. Pik 10 kam auf den Tisch. Von mir natürlich das Pik Ass, von hinten die Lusche, und dass die Pik 10 blank war, das steht natürlich drauf, also hier kein Pik mehr. Jetzt habe ich natürlich nochmal Trumpf gezogen und da fiel dann Kreuz 10 und Kreuz Dame. Nun hier an der Kreuz 10 schon zu sehen, wohl tatsächlich die beiden schwarzen Buben jetzt hier auch noch in Vorhand. Und das ist jetzt hier schon natürlich dann die Konsequenz zu den beiden schwarzen Buben und den beiden Piken, ist dann hier nur noch eine Herzkarte, also fünfmal Herz hier in Vorhand. Und ja, wie ich das so sehe, denke ich noch, na, hoffentlich spielt sie jetzt ganz normal, ganz treu doof, könnte ich auch sagen, ihren blanken Herz aus, dann kann ich stechen, danach wieder Trumpf rausschieben und habe dann die Gabel Pik König 9 gegen Pik Lusche Dame im Endspiel, dann wäre alles fein. Und da kann man übrigens dann auch sehen, wie das so die kleinen Nuancen sind. Wenn hier die Kreuz-Dame und die Kreuz-10 vertauscht sind, dann muss der Spieler hier mit Herz weiterkommen, dann kommt automatisch jetzt Herz auf den Tisch und ich kann eben einstechen und diesen Plan umsetzen, Trumpf wieder rausschieben. Jetzt wurde hier aber gut gespielt. Es war hier, wurde hier erkannt, dass diese Endspielgabel droht und es wurde einfach Trumpf abgezogen. Also eine typische Situation, wo es unglaublich richtig, wichtig, wertvoll ist, dass hier eben dem auch von Gegenspielerseite die Trümpfe abgezogen werden. Ja, Herz Ass geht rein. Von mir die Kreuz Lusche, kann ja gar nicht anders spielen. Jetzt muss ich natürlich schon hoffen, dass die Herz 10 dann wenigstens noch hier sitzt. Aber auch das war nicht der Fall. Herz 10 wurde hier auch noch auf den Pik Buben verladen. Von mir die Trumpflusche. Und wenn ihr jetzt korrekt mitgezählt habt, dann wisst ihr, dass die Gegenspieler jetzt 57 Augen liegen haben und ich damit hier mit diesem Stich jetzt schachmatt gesetzt werde. Herz Dame, Herz Lusche. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich tatsächlich auf 60 abwerfe oder doch noch hoffe, dass irgendein Pik 2-2 steht. Das war aber natürlich nicht der Fall. Das konnte nicht sein. Das konnte nicht angehen. Also ein Schlüsselspiel hier für mich, was ich hier mit 60 verliere. Und Schlüsselspiel insofern, als es eben eine Partie ist, die du ganz häufig eben auch gewinnst, wenn da nur eine Karte mal bei den anderen anders gespielt wird, der Trumpf übernommen wird, danach nochmal Herz gespielt wird, oder auch einfach hier mit zwei Buben, Pik Dame zu dritt und dem Ass an der Seite, die 18 gehalten werden. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, wie sich das Spiel auch anders hätte entwickeln können, war aber alles nicht der Fall. Am Ende stand ich da mit 60 und das hieß, die Serie lief dann doch wieder nur auf dem schlappen Tausender hinaus.
zwischendrin im gesetzten Feld hat es mich dann noch weiter nach hinten geworfen. In der vorletzten Liste hatte ich also mit dem Turniersieg definitiv nichts mehr zu tun, wollte mich aber natürlich gerne noch wieder ein bisschen nach vorne kämpfen, ein bisschen besser platzieren. Die Liste lief sehr vielversprechend los nach 16 Spielen, 5 zu 0, 300 Spielaugen. Dann bekam ich folgende super Vorhandkarte. Mittelhand reizte allerdings bis 30, die ich natürlich problemlos halten konnte. Dann grummelte er ein bisschen rum, komm nicht ran, scheiße, scheiße, hat dann aber gepasst, Hinterhand hat auch gepasst. Ich schaute in den Skat, es war wieder mal Schonkost, ist ja aber bei dem Spiel im Prinzip halb so wild, die Karte ist gut, 8 Augen gedrückt, zum Kreuz, Trumpf raus, Trumpf Lusche, König Lusche, also auch keine 5 Trumpf dagegen, der Stich sieht doch schon mal ganz gut aus. Aufgrund der Reizung habe ich vermutet, dass hier vielleicht 3 Buben stehen, aber sei es mal drum. Jetzt kommt Pik Ass, und wo da nur die Pik Lusche fiel, da habe ich einmal gut durchgeschnauft, hier nur 11 Augen, 15 Augen. Damit ist das Spiel doch schon ganz schön weit gekommen. Jetzt müsste schon sehr schlimme Dinge passieren, wenn das Spiel jetzt noch verloren wird. Und dann kam jetzt tatsächlich auch noch folgender Stich, Herz Lusche, und ja, ich muss jetzt zugeben, ich habe da gar nicht mehr so richtig durchgezählt. Ich denke, na, das ist doch klar, falls jetzt noch Karo zu dritt oder zu viert sitzt, dann gebe ich da ja auch noch einen Stich ab, aber so günstig werde ich den nicht wieder los. Soll er schön mit seinen 3 Buben noch seine 3 Stiche machen, da die kann er gerne haben. War schon kurz davor zu sagen, hier die Karten zu zeigen und zu sagen, ihr kommt raus, ich gewinne. Aber dann wurden eben doch noch 2-3 Stiche gespielt, und das waren dann die folgenden. Karo König, ich denke, na gut, dann gehe ich mal schon hier nur mit der 10 rauf. Und ja, das war auch korrekt, denn hier wurde gestochen mit dem Pik Buben, interessanterweise. Das kann ich mir im Nachhinein nicht so ganz erklären, warum nun mit dem Pik Buben, dachte ich aber natürlich in dem Moment, alles klar. Dann hast du ja sowieso gewonnen, egal wie das Spiel jetzt noch weiterläuft, dann kann ja hier nur noch der Kreuz Bube sein, oder hier sind die beiden anderen Buben, also dann können sie ans Karo Ass jedenfalls nicht mehr rankommen. Jetzt haben sie ja 31, und dann kam allerdings folgender Stich. Herz Ass, gut, kann man sich denken, dass der 30 Reiz hat, dass der lang Herz hat. Und hier wurde jetzt aber doch eben mit dem Kreuz Buben vorgestochen. So, und jetzt ist es übrigens ganz egal, ob ich untersteche, was ich gemacht habe, oder auch ob ich das Karo Ass abschmeiße. Hier liegen jetzt 44, und dann kam eben noch folgender Stich, Karo Dame Ass. Und aus irgendeinem Grund hatte der Kollege hier dann doch noch den Karo Buben, und ja, was soll ich euch sagen, da waren sie wieder, die goldenen 60. Ich war erstaunt, ich war entsetzt, ich war überrascht, und dann musste ich den Jungs aber auch gratulieren. Das haben sie schön vorgetragen, das haben sie am Ende ganz korrekt abgewickelt, und dabei noch diese kleine Giftpille Herz 7 und Herz 9. Daher kommt sicher der Spruch, wer abwirft, verliert. Wo jetzt Trumpf so artig 2-1 verteilt saß, hätte ich natürlich mit Vorstich der Doppellusche und Trumpf rausspielen das Spiel immer gewonnen, auch wenn dann natürlich der Spieler hier rangekommen wäre, immer noch Karo König 10 Abstich, aber und noch ein Karo Stich draußen gewesen wäre, aber es hätte eben nur diese 4 Augen im Trumpf gegeben. So haben sie mich da schön aufs Glatteis geführt. Gut, ich sag mal so, gegen die 3 Buben, die dann noch an der Hand stehen, dann ist vielleicht der Abwurf die korrekte Karte, dann kann ich ihn andersrum noch verlieren. Aber also, naja, das war jedenfalls ein Geschmäckle, wenn es vorher schon nur unglücklich lief. Diesmal hätte ich es irgendwie in der Hand gehabt. Das sind dann die Momente, wo du spätestens weißt, dieses ist ganz einfach nicht dein Turnier, und Skat ist ein verfluchtes Schweinespiel. Das waren so meine 3 Turnier-Highlights. Natürlich gab es auch viele gewonnene Spiele, viele kuriose Spiele, auch noch weitere verlorene Spiele. Das gehört ja alles dazu. War trotz alledem übrigens ein super Turnier, ein ganz tolles Event, eins der wenigen Turniere, wo es sogar Warteliste teilweise gibt, weil der Andrang so unglaublich ist aufgrund einer super Verpflegung, einer ganz tollen Veranstaltung. Kann ich also jedem nur empfehlen. Und ich packe hier auch mal den Link unten rein, wenn ihr euch die Ergebnisse noch anschauen wollt.
Ja, dann schließe ich mal das Video mit einem etwas freundlicheren Kommentar. Clickbam Weg hat geschrieben, Skat ist ein Geduldsspiel, hat er mich hier zitiert aus einem Rocket-Video. Klingt fast nach dem Anfang eines neuen Hits aus der Daniel Schäfer-Kollektion. Genau so ist es. Wenn ihr mir jetzt noch die Melodie dazu liefert, dann legen wir ganz stark los.